Ja, koppeln ohne Lebenserhaltung. Genau, das machen wir jetzt so. Durch. Habe ich jetzt Durchgang genommen? Durchgang. Markierende Objekte. Markierende Objekte. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann von da aus nicht bauen? Das ist doch kacke. Ich kann wirklich nicht da rausbauen. Na gut, dann müssen wir es so setzen. Hier ist ein Doppelgang quasi. So, die Hyperion 1, die kann los. Startprobleme. Verbleibende Ressourcen an Bord. Es wurde noch nicht alle Ressourcen von dieser Rakete entladen. Ah, ja. Wenn die Rakete jetzt startet, gehen die verbleibenden Ressourcen an Bord verloren. Startsequenz abbrechen. Das habe ich natürlich überhaupt nicht beachtet. So, Ingenieure. Jetzt müsste hier aber auch alles voll sein. Yes, sehr geil. Pretty, pretty good. So, wir machen nochmal ganz kurz ein wenig die Versorgung. Einfach nur, falls das hier mal irgendwann aus irgendwelchen Gründen kaputt gehen sollte. Machen wir mal eine zweite Versorgungslinie. Sektor scanned. Sektor scanned. So, einfach nur eine zweite Versorgungslinie. Wie sieht's aus? Okay. Erweitern wir natürlich wieder. So, die Kuppel hat aktuell noch nichts. Genau, da müssen wir erstmal hier alles voll bauen. Beton. 50. Gut, dann müssen wir hier mal Beton wieder anschmeißen. Okay, muss erst gewartet werden, aber das haben wir ja. So, und Gebäude, die wir reinsetzen. Also einmal die Elektronikfabrik. Und einmal definitiv die Maschinenteilefabrik. So. Die kommen da definitiv rein. Dann setzen wir da auf jeden Fall rein. Appartements. Und zwar hier vorne. Dann setzen wir auf jeden Fall rein. Eine Schule. Dann kommt hier noch rein ein... intelligente Anlage. Okay, intelligente Anlage, check. Auch nochmal für Bewohner. Schule, Mars-Universität, die müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Dann bauen wir hier noch ein Fitnessstudio hin. Da kommt dann die Mars-Universität hin. Research complete. Lebensmittelgeschäft. Und ich würde sagen, hier noch so ein See oder sowas. Hier vorne könnten wir auch noch mal ein bisschen was hinbauen. Statue, Brunnen, Projektorlampe. Macht die Nacht auf dem Mars etwas heller. Okay, interessiert mich nicht. Oh. Ach, die kann ich außerhalb hinbauen. Okay, dann setzen wir die mal hier hinten zu den Fabriken. Projektorlampe. Da kommt auch nochmal eine hin, die dann auf die Fabrik scheint. Da hinten müsste auch nochmal eine auf die andere Fabrik da scheinen. So. Werden die automatisch über die Teile hier verbunden oder muss ich da selber Strom anlegen? Also ich meine, die liegen genau in der Kuppel hier. Das und das Teil. Bei dem bin ich mir unsicher.
So, sehr geil. Hier wird gebaut. Also, hier bitte nur Experten, Ingenieure. Hier bitte nur Experten, Ingenieure. Ihr braucht was? Edelmetalle. Uha. Und ihr verarbeitet normale Metalle. Für Maschinenteile. Okay. So, Ingenieure 5. Oha. Da brauche ich aber etliche dafür. Muss ich ja fast nochmal eine Rakete nur mit Ingenieuren mir besorgen. So, ausgeladen. Du kannst nach Hause. Und dich würde ich gerne zu einer Expedition verbrauchen. Wo war denn das? P, ne? Ja. Das hier gerne. Expedition aussenden. Bereit. Schicken. Achso, der lädt noch ab. Ah, okay. Benötigt 7 Drohnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Benötigte Fracht 7 Drohnen. Wie kann ich denn sagen, geht da rein? Selbst aufladen. Selbst aufladen. Du sollst da eigentlich fest drinne sein. Erneut zuweisen. Bewegen, interagieren, alle neu zuweisen. Nein, nicht fallen lassen. Zustellen. Boah, wie kann ich in der Rakete sagen, dass sie die Drohnen, die ihr jetzt zugewiesen sind, einladen soll? Die Rakete startet erst, wenn alles aufgeladen wurde. Naja, du hast ja quasi deine Drohnen. So, jetzt müsste die wieder 20 haben, genau. Wie kann ich dir denn sagen, lade Drohnen auf? Ah, Drohnenlast. Guck mal, ich muss wahrscheinlich 7 Stück erstmal herstellen. Wir können mal eine machen. Wir bauen mal eine Drohne. Ach, verfügbare Drohnenfertigbau. Habe ich 3. Die kann ich jetzt aber nicht ablegen. Oder abgeben. Boah, wie kann ich das sagen? So, Priorität ist mal hoch. Lade ab Treibstoff. Warum wird denn hier Treibstoff abgeladen? Okay, der fährt rein, holt Treibstoff aus. Ich weiß gar nicht, wo er den hinlädt. Aktuell, aber egal. Okay, wo fährt denn der den Treibstoff hin? Ach ja, hier hin. Okay, in die Polymerfabrik. Okay, was ist hier das Problem? Beton. Beton, Beton, Beton. Uha, es fehlt echt Beton. Wahnsinn. Dann holst du mal bitte von hier hinten, von unserem Außenposten. Beton. So, dann schalten wir das hier alles wieder ein. Hallo? Nein? Nein? Jetzt. So. Das muss repariert werden. Fehlfunktion. Oh Gott, das muss alles repariert werden. Polymere haben wir hier nicht. Ja gut, dann funktioniert es halt gerade nicht. Das kriegen wir hin, das kriegen wir noch hin. Also das Schöne ist, wenn es hier, wenn das Ding außer Betrieb gesetzt wird, verwittert es trotzdem. Macht ja auch Sinn.
dass dann die Sachen trotzdem verwittern. So, da bitte. Edelmetalle, sehr gut. Strom. Ah ja, der braucht tatsächlich Strom. Ne, nicht Stromschalter, das ist Quark. So, und das andere ist... Ja gut, das Teil, alles klar. Automatisierte Sensoren. Sensorentürme brauchen keinen Strom mehr und müssen nicht mehr gewartet werden. Das ist sehr geil. So, hier sehen wir auch, wie die Dinger offen sind. Sieht cool aus. Sehr, sehr cool. So, Nahrung haben wir 80. Ne, läuft. Wir haben 4 Obdachlose, Arbeitslose. Und zwar einen ohne Spezialisierung, ohne Spezialisierung, ohne Spezialisierung. 4-mal ohne Spezialisierung. Lebensmittelgeschäft. Also die Bar und das Dinner, das würde ich gerne auch dauerhaft aufhaben. Oder aufmachen. Ob wir das die letzten oder das hier 2 Arbeitslose noch hinziehen. Ja, naja, okay, die verteilen sich jetzt erstmal. Haben wir in der Kuppel noch Platz? Nee. Ja gut, dann geht das nicht. Ja, okay, jetzt haben wir wieder 3 Arbeitslose. Müssen wir aber gleich wieder 4 haben. Ja, gut, hier drüben bauen wir ja auch Sachen. Also, da sind sogar schon Menschen unterwegs. Hier arbeitet auch schon jemand, sehr gut. Hier arbeitet auch jemand. Oha, Strom. Minus 54. Alles klar. Ja, da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal ordentlich nachlegen. Windräder. Kann ich eigentlich mehrere bauen, indem ich hier sage... Ja. So, bauen wir nochmal bitte 6. 2, 4, 6, ja, das sind sogar 7. Und große Solarkollektoren, bitte auch nochmal ein paar. Da oben können wir ruhig noch diese anderen Teile hinsetzen. So. Solarkollektoren. Jetzt machen wir gerade wieder 31 plus. Also ist tatsächlich nur für die eine kurze Zeit, wo hier die ganzen Fabriken an sind. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass ich jetzt so viele baue. So, ich denke, das sollte reichen. Ja, wie gesagt, wie das hier mit der Rakete funktioniert, ich habe keine Ahnung. Also, wir gehen nochmal auf P. Sagen wir Expedition abbrechen, ja. Ferngesteuerter Transporter. Okay, machen wir das. Es sind keine Raketen verfügbar. Was? Ach, weil hier Treibstoff fehlt. Okay. Gut, dann die bitte nochmal aufladen. So, hier steht die Appartements auf 35. Naja, egal. Schule braucht noch 2 Beton. Hier brauchen wir noch ein bisschen Beton. Hier brauchen wir erstaunlicherweise noch Beton. Ja, ich brauche trotzdem Ingenieure. So, hier habe ich gesagt, nur Experten, ne? Ja. Ja, dann holen wir uns nochmal eine Rakete. Genau, nochmal mit Ingenieuren. So, faul. Chronisch krank. Strapazierfähig. Touristin. Aber wir haben nur noch 10 Ingenieure. Okay. Also, die müssen wir alle nehmen. Brauche ich sonst noch was? Weil ich nicht so hier Offiziere. Dann nehmen wir alle Ingenieure plus 2 Offiziere. Senior Ola Jefferson. Komm, den holen wir uns auch noch. Einfach, weil wir dann nochmal einen haben. Und ein Offizier, wie gesagt.
Tourist, ne. Enthusiast, Nerd, Gamer, das würde gut passen. Okay. So, die bitte. Wohnen hier schon Menschen drinnen? Noch nicht. Hyperion 2. So, jetzt zweiter Versuch. Expedition aussenden. Bereit. Schicken. Du brauchst einen ferngesteuerten Erkunder. Richtig? Ferngesteuerten Transporter. Nein. Du sollst dich selber da einladen. Nein. Ach, wie geht denn das? Ferngesteuerter Transporter. Benötigte Fracht. So. Du sollst da reinfahren. Krieg ein zu viel, wirklich. Ressource einladen. Bewegen, interagieren. Okay, geht nicht. Ressource einladen. Dich selber. Alles. Laden abgeschlossen. Ich versteh's nicht. Expedition abbrechen. Nein, du sollst die Expedition. Warum wird denn auch der Treibstoff abgeladen? Okay, wir warten noch mal ganz kurz, bis der Treibstoff komplett raus ist. Vielleicht können wir dann ja erst die Dings hier einladen. Ist ja alles möglich heutzutage. So, Hyperion 1. Habe ich eigentlich die Dings gar nicht losgeschickt? Sektor scanned. Unterwegs zum Mars. Doch, okay. So, Sektor ist gescannt. Was ist hier los? Achso, ja, hier fehlt das eine Polymer. So, das Teil kann auch mal wieder nach Hause kommen. Hä? Ja, strange. So, und der Erkunder bitte. Der auch irgendwo am Arsch der Welt noch rumkrepelt. Der kann auch mal nach Hause kommen. Da ist er. Ja. Gut. Also, hier geht's voran. 36 Kolonisten. Also, wir können auf jeden Fall ordentlich Menschen noch holen. Ach, hier, Hydrokultur. Davon würde ich gerne auch nochmal einen Turm bauen. Einfach, um noch ein bisschen mehr Nahrung zu produzieren. Wir verbrauchen jetzt sehr, sehr viel. So, bitte hier auch nur Experten. Oder, ja, keine Spezialisten. So, was ist hier? Schule. Achso, hier müssen Leute rein. Eigenschaft über Lebenskünstler. Gelassen und Nerd. Gelassen, Enthusiast. Erhöht jedes Mal einfach immer, wenn eine neue Technologie erforscht wird. Besonnenheitsverluste werden halbiert. Erhöhe Leistung. Religiös. Erhöhe individuelle Grundmoral. Niedrige Besonnenheit führt nie zu Selbstmord. Okay, also Überlebenskünstler definitiv. Nerd würde ich gegen religiös tauschen. Produziere ich denn eigentlich am Tag? Ein. 0,3. Das ist wenig. Das ist sogar sehr, sehr wenig. So, hier die neuen Einwohner. Dann haben wir hier hoffentlich die beiden Fabriken auch wieder ein bisschen voller. So, ist denn diese blöde Rakete jetzt entleert? Immer noch nicht, lade ab. Naja,
okay. Produktion. Nee, Quatsch. Lager. Treibstoffdepot. Nee, Colonists have arrived. So, dann stellen wir da noch ein... Tanklager hin. Oder Treibstoffdepot, besser gesagt. Ah, das Ding ist auch rappelvoll hier, wa? Naja, nee. Bis 100 kann es gespeichert werden. So, neue Kolonisten. Dann müsste das jetzt voll sein, ne? Naja, gut, es wird hoffentlich voll. Gut, die kommen ja auch erst alle an. So, und jetzt gehen sie auch gleich in die Fabriken. Okay. Gut, also hier werden zwei pro Tag produziert und hier einer bis jetzt. So, Lebensmittelgeschäft funktioniert nicht, weil... Ach, keine Einwohner. Oder keine Arbeiter. So, können wir jetzt hier bitte mal diese blöde Rakete entleeren? So, das Ding ist gleich voll. Exportgüter. Also Edelmetalle, die Produktion, die läuft. 4 Stück pro Tag, das ist auch sehr gut. So, einmal Treibstoff bitte noch. Da kommt der letzte Treibstoff. Der, ja, irgendwo hingefahren wurde. Startbereit. 13 Edelmetalle sind drin. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Edelmetalle dazukommen. Aber ich würde sagen, da kommt noch mal was. 14 Edelmetalle. Adieu. Auf Wiederschauen. So, Beton geht auch wieder hoch. 77. Wobei, unten haben wir ja 50. Dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also hier sind es 25. Metalle 37. Das ist gut. Polymere 12. Nahrung, ja. Gut, da haben wir wirklich mehr als genug. So funktioniert das. Du musst den Treibstoff entladen, damit das Ding losfliegt. Okay. Ach ja, er ist religiös. Ola Jefferson. Ein mutiger Bewohner des Mars, der bereit ist, die letzte Grenze zu überschreiten. Status erholt sich in intelligente Anlage. Jugendlich, innovativ 1. Achso, ja, da oben in der Kuppel. Wohnt in einer intelligenten Anlage. Lebensmittelgeschäft, Arbeitsplatz. Er ist Alkoholiker, aber heilig. Erhöht die Moral aller innerhalb der Kuppel. Ach, alles klar. Innerhalb der Kuppel, das ist ja ärgerlich. Also hier müssen theoretisch die ganzen Religiösen wohnen. Okay. Kein Platz für eine Spitze. Also hier kann ich eine Spitze reinsetzen, ja? Kuppelspitzen. Wasserrückgewinnung. Schwerelose Medizin. Okay, das muss ich erst erforschen. So. Wie kriege ich denn Durchbruch? Also ich habe ja hier schon echt viel erforscht. Oder muss ich alles von einem Strang machen, um Durchbruch zu bekommen? Ist es so gedacht? Dann würde ich hier erstmal alles auf sozial machen. Oder, keine Ahnung, was haben wir hier noch? Raketenfrachtraum, Passagierraketen können... Oh, 10 Kolonisten mehr. Zack, machen wir. Müssen nicht mehr so häufig gewartet werden, machen wir auch. Erhöht. Ja, das ist unwichtig. Neue Spitzengebäude, Klinik. Hat ein größerer Kapazität. Der gute Arzt behandelt die Krankheit der größten... Großartiger Arzt, den Patienten, der die Krankheit hat. Was für ein Spruch. Neue Nutzpflanzen. Pilzfarm. Upgrade für Feuchtigkeitsvaporatoren. Brauchen wir nicht. Wasserrückgewinnungssystem. Neue Spitzen. Reduziert Wasserverbrauch innerhalb der Kuppel drastisch. Brauchen wir nicht. Sind wir gut aufgestellt. Erhöht die Produktion um den Stromverbrauch um 10. Bei der Extraktoren. Kacke. Ferngestellte Transporter, ist mir egal. Drohnen hab, ja. Das Nervenzusammenbrechen und Schwächen erhalten. Ohne ordentliche Spezielle unterliegen einer geringeren Arbeitseinbuße. Mars-Unität. Hier, komm. Machen wir erstmal die Universität.
Dann haben wir das auch. Okay. Gut. Ja, den bitte aber weg. Den brauche ich nicht. Roter Mars, deine Aufmerksamkeit wird verlangt. Die Expedition wurde ausgesandt, um eine spektrographische Spur reicher Metallvorkommen zu untersuchen. Doch dabei haben wir etwas viel Interessanteres und Bedenklicheres gefunden. Nachdem wir eine gewaltige Kraterwand hochgeklettert sind, bot sich uns ein erstaunlicher Anblick. Unter uns sahen wir die Überreste einer Anlage. Sie wurde offensichtlich von Menschenhand geschaffen. Der Staub konnte die Landeplattform, die kugelförmigen Betongebäude und, was am beunruhigendsten ist, die Löcher im Boden nicht verdecken, die verdächtig nach Raketensilos aussehen. Den Ort verlassen und nicht weiter darüber nachdenken. Den Ort verlassen, aber die Koordinaten für die internationale Datenbank hochladen, die in Anlagen annähern und Untersuchungen anstellen. Absolut. Wir haben uns der geheimnisvollen Anlage vorsichtig angenähert, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Sie scheint schon seit Jahrzehnten verlassen zu sein. Die Anlage wurde komplett leergefegt, aber es deutet noch einiges darauf hin, was sich hier zutrug. Hier haben Menschen gelebt und Forschung angestellt. Die Silos sind leer, aber es gibt Anzeichen darauf, dass in mindestens 2 der 5 Silos Nuklearwaffen gelagert wurden. Die Labore sind der beeindruckendste Teil der Anlage. Ein Großteil der Ausrüstung und der Computersysteme war zu schwer zu und unhandlich, um sie wieder vom Planeten wegzuschaffen. Effekt, eine neue bahnbrechende Technologie steht zur Verfügung. Ah! Die Expedition wird bald zurückkehren. Gib mal einer Schau. Die benötigte Wassermenge für Nutzpflanzen wird um 50% verringert. So, kriegen wir also die Teile. Alles klar. Wir hätten auf Expedition gehen müssen. Und so schaffen wir auch endlich mal eine Durchbruchs- Dings. Und damit hätten wir... Wir verfügen übrigens über eine intelligente Anlage, welche das auch immer sein möge. War das nicht hier? Ach nee, das war für die Meilensteine. Genau, erforsche eine bahnbrechende Technologie. Scanne alle Sektoren. 100 Kolonisten, 500 Kolonisten, 1000 Kolonisten bauen eine Megakuppel, errichte ein Wunder. 40% der Arbeiter sind in Werkstätten. Na, da haben wir auf jeden Fall noch viel vor uns. Hier auf dieser Karte.